Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die verübten und vereitelten Anschläge von Solingen, Mannheim, München und eine Vielzahl weiterer Anschläge machen eines sehr deutlich. Wir stehen offenbar am Beginn einer neuen islamistischen Terrorwelle in Europa. Die gute Nachricht ist, wir können diese Welle brechen, wenn wir jetzt besonnen und zugleich entschlossen handeln. Und ich muss wirklich sagen, ich bin schon sehr irritiert, dass die SPD offenbar jeglichen Gestaltungsanspruch in der inneren Sicherheit, immerhin eine Landeszuständigkeit, hier aufgegeben hat. Wir sind als schwarz-grüne Koalition selbstverständlich untereinander abgestimmt und wir handeln. Wir handeln mit sehr konkreten Maßnahmen auf der Landesebene. Wir handeln für die Sicherheit aller Menschen in Nordrhein-Westfalen und zur Verteidigung unserer Freiheit. Nicht zuletzt, das heutige Datum zeigt ja, die Bedrohung durch den Islamismus ist nicht neu. Sie wächst aktuell wieder deutlich. Der IS ruft wieder verstärkt und insbesondere nach dem 7. Oktober zu Anschlägen in Europa auf. Der IS will uns gesellschaftspolitisch in die Steinzeit zurückkatapultieren und dafür bedient er sich der neuesten Technik von TikTok bis Telegram. Und deshalb müssen wir die Sicherheitsbehörden auf die Höhe der Zeit bringen. Die Möglichkeiten verschlüsselter Kommunikation, die rasante Verbreitung von menschenverachtenden Inhalten in sozialen Medien stellen unsere Sicherheitsbehörden und auch unsere gesamte Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Wir werden den digitalen Raum deshalb zukünftig stärker mit virtuellen Ermittlern bestreifen und wir werden KI nutzen, um bei islamistischem Terrorismus schneller eingreifen zu können. Der digitale Raum ist kein rechtsfreier Raum. Islamisten werden das zukünftig noch stärker zu spüren bekommen. Verschlüsselte Kommunikation, das ist wichtig. Das ist wichtig, damit auch unser aller Kommunikation nicht wie eine Postkarte offen durch das Internet flattert. Unsere Freiheit und das Recht darauf, selbstbestimmt über die Verwendung der persönlichen Daten entscheiden zu können, das hat Verfassungsrang. Aber kein Terrorist würde heute eine Anschlagsplanung über den Festnetzanschluss durchgeben. Auch Terroristen nutzen verschlüsselte Kommunikation. Und deshalb werden wir zum Schutz unserer freiheitlichen Gesellschaft den Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen analog zum Bund in die Lage versetzen, anlassbezogen, im Einzelfall, unter engen Voraussetzungen laufende Kommunikation mitlesen zu können. Und ich halte das auch in der heutigen Zeit für angemessen. Und ich finde es auch angemessen in der aktuellen Bedrohungslage, in der wir uns gerade befinden und nach einer neuen Rechtsprechung, das muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass Gerichte auch neu urteilen. Wir haben eine neue Rechtsprechung und ich finde es richtig, dann auch neue Schlüsse daraus zu ziehen. Die neue Rechtsprechung bezieht sich auf die jüngste EuGH-Rechtsprechung zum anlassbezogenen Zugriff auf die IP-Adressen, die von Ermittlungsbehörden im konkreten Einzelfall zur Aufdeckung von Netzwerken benötigt werden. Und klar ist auch, es gibt nicht die eine Wunderwaffe gegen den islamistischen Terrorismus. Aber, und das ist mir hier sehr wichtig, wir setzen gerade nicht auf Symbolpolitik in der Innenpolitik, sondern auf Lösungen, die echte Sicherheit für die Menschen in Nordrhein-Westfalen bringen. Wir machen unseren Rechtsstaat noch wehrhafter. Sicherheitsbehörden brauchen für ihre Arbeit Wissen über Radikalisierungsprozesse, über Kommunikationswege und Strategien des Islamismus. Und deshalb ist es wichtig, dass die Sicherheitsbehörden wissenschaftliche Erkenntnisse noch stärker in ihre Analysen einbeziehen sollen. Die Wissenschaft kann nicht alle Probleme für uns lösen, aber sie ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den demokratiefeindlichen Islamismus. Und ich will hier wirklich deutlich sagen, wir werden unsere freiheitliche Art zu leben verteidigen.
Wir stehen für die Errungenschaften einer freiheitlichen Europäischen Union, die auf Kooperation und Zusammenarbeit statt auf nationale Abschottung setzt. Und wir werden unsere humanitären Werte gegen den Islamismus verteidigen, auch und gerade in der Asylpolitik. Das individuelle Grundrecht auf Asyl und die Genfer Flüchtlingskonvention gelten, zu Recht. Dieses internationale Abkommen der Genfer Flüchtlingskonvention über den Schutz und die Rechte und Pflichten von Flüchtlingen war die Antwort nach dem Zweiten Weltkrieg auf die großen Fluchtbewegungen. Es ist eine der großen humanitären Errungenschaften in Europa. Und niemals dürfen wir den Islamisten die Macht geben, unsere Werte von Humanität und Verantwortung gegenüber Menschen aufzugeben, die auf unseren Schutz angewiesen sind. Und das gilt insbesondere auch gegenüber denjenigen, die Opfer des mörderischen Islamismus geworden sind. Wir bleiben humanitär und solidarisch mit denjenigen, die unseren Schutz dringend brauchen. Und gleichzeitig wissen wir, dass nicht alle, die nach Deutschland kommen, hier werden bleiben können. Wir haben Regeln im Asylverfahren und zu einem Rechtsstaat gehört für uns Grüne auch, dass Verfahren funktionieren, dass Gesetze gelten. Und die Landesregierung hat bereits vor dem furchtbaren Anschlag von Solingen Schritte unternommen, um die Verfahren bei Rückführungen zu verbessern. Es ist nur konsequent, diesen Weg weiterzugehen. Und deshalb gehört die weitere Stärkung der zentralen Ausländerbehörden, aber auch die Verbesserung des Datenaustausches zwischen den unterschiedlichen Behörden dazu. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter. Denn von schnellen Verfahren und schneller Klarheit profitieren doch alle Beteiligten. Das sind die Kommunen. Wir wissen, dass die Herausforderungen für unsere Kommunen enorm sind. Es ist oftmals vor Ort ein Kraftakt, die große Zahl an Geflüchteten menschenwürdig unterzubringen, Kita und Schulplätze vorzuhalten, aber auch für die Integration von Anfang an von denjenigen zu sorgen, die langfristig hier bleiben werden. Denn wir brauchen deren Integration, wir brauchen deren Potenziale für unsere Gesellschaft. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch einmal Danke sagen. Danke an diejenigen, die das jeden Tag leisten in der Flüchtlingsarbeit, in den Kommunen, in der Integrationsarbeit. Und von schnellen Verfahren profitieren auch die betroffenen Menschen. Denn es ist einfach nur fair und ehrlich und richtig, ihnen Klarheit über ihre Perspektive zu geben. Und schnelle Verfahren haben auch etwas mit Sicherheit zu tun. Die Zeit, in der Menschen nicht wissen, ob sie in Deutschland bleiben können, in der sie nicht wissen, wie es für sie weitergeht, dieses in der Luft hängen, diese Zeit ohne Perspektive, das ist ein Einfallstor für Radikalisierung. Und all jene, die unsere freiheitliche Gesellschaft attackieren wollen, die kennen dieses Tor und marschieren hindurch. Und natürlich gibt es keine Rechtfertigung für Terrorismus, denn Terrortaten lassen sich niemals rechtfertigen. Aber wir dürfen es doch nicht zulassen, dass diejenigen, die radikalisieren wollen, dass wir es denen zu einfach machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir schnelle Verfahren auch deshalb brauchen. Und ich muss schon sagen, beim Blick nach Berlin und bei dem Blick auf so manche Debatte in Berlin bin ich erstaunt, wie unterkomplex über die Tat von Solingen gesprochen wird. Selbstverständlich müssen wir Humanität und Ordnung in der Asylpolitik zusammenbringen. Doch wir alle wissen auch, dass der IS auch hier in Deutschland anwirbt und radikalisiert, unabhängig von Staatsangehörigkeit und Herkunft. Und deshalb wäre es sicherheitspolitisch absolut fahrlässig, die Terrorgefahr allein auf Geflüchtete zu beschränken. Und genau das machen wir nicht als schwarz-grüne Koalition. Wir gehen breit mit einem breiten Ansatz gegen Islamismus vor. Wir brauchen starke Sicherheitsbehörden. Und wir brauchen starke Strukturen in der Prävention und in der Intervention. Das Ziel muss doch sein, dass wir die Befugnisse und die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden eigentlich gar nicht
brauchen, weil sich Menschen gar nicht erst radikalisieren oder wir es schaffen, frühzeitig zu intervenieren. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen eine breite Präventionslandschaft und viele Angebote. Ich glaube, es muss jetzt darum gehen, diese auf neue Phänomene auszurichten und dorthin zu gehen, wo junge Menschen sich aufhalten. Nicht zuzulassen, dass TikTok ein Ort der unverhohlenen Radikalisierung ist. Nicht zuzulassen, dass junge Menschen auf den Pfad des radikalen Islamismus und damit ins Verderben geführt werden. Und genauso wenig dürfen wir zulassen, dass bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft mit einem Generalverdacht begegnet wird. Wenn eine junge Frau mit Kopftuch dreimal überlegt, ob sie wirklich zum öffentlichen Gedenken für die Opfer von Solingen geht, weil sie Angst hat, angefeindet zu werden, dann stimmt doch etwas nicht in unserer Gesellschaft. Rechtsextreme, auch das haben wir erlebt, versuchen längst die Tat von Solingen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Wir dürfen diesen Hass nicht zulassen. Wir wollen, dass alle Menschen unabhängig von Herkunft, von Religion, von sexueller Identität frei und sicher hier leben können. Und dafür setzen wir uns jeden Tag ein. Dankeschön.